In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Herzlich willkommen zu unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich begrüße heute wieder bei mir einen ganz spannenden Gast. Dr. Med Rüdiger Dahlke sitzt hier bei mir. Herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Und vielen Danke. Herzlichen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast und mit mir ein Gespräch führen möchtest zum Thema Krankheit. Ja. Das ist heute unser Thema oder eigentlich besser Gesundheit oder wie man dorthin kommt. Und wir möchten uns heute einfach mal um das größte Schreckgespenst in der Krankheit unterhalten, um das Thema Krebs, wenn ich es einfach mal so beim Namen nennen darf. Im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten kann der ja an ganz vielen Orten im Körper auftreten. Also vielleicht kannst du uns zuallererst mal etwas dazu sagen. Was ist der Sinn überhaupt einer Krebserkrankung und passiert die von heute auf morgen oder hat die eine Vorgeschichte? Wie ist deine Erfahrung und wie ist deine Sicht dahin? Also die meisten Krebserkrankungen haben eine lange Vorgeschichte. Mhm. Der Brustkrebs, wo ja regelmäßig bei vielen Frauen Mammographie gemacht wird, kann man das oft über 11 Jahre sehen, wie der Knoten dann doch wächst. Mhm. Durch die vielen Mammographien, die da angefallen sind. Und Krebs ist heute viel, viel häufiger, als er früher war. Das liegt nicht nur daran, dass wir älter werden. Das ist natürlich auch ein Argument. Aber gab es natürlich immer. Also wenn Menschen so gelebt haben, wie wir heute leben, wenn die sehr einfach gelebt haben, war das eher ein geringes Thema. Also es gibt Urvölker sozusagen, wo man davon ausgehen muss, die haben keinen Krebs gekannt. Aber selbst schon in der Antike haben sie ja gehofft, also ich meine, du hast diesen Satz zitiert, lateinisch heißt der Orendum est ut sit mens sana in corpore sano. Also es ist zu beten, dass ein gesunder Geist im gesunden Körper ist. Uns wird das immer so hingestellt, als sei das früher so gewesen. Die haben auch schon beten müssen, dass das passiert. Also wir müssen uns da natürlich immer anstrengen und engagieren dafür, dass ein gesunder Geist im gesunden Körper ist. Und der Körper, wie schon erwähnt, ist einfach sozusagen die Bühne, die einspringt, wenn der Geist nicht macht, nicht funktioniert, nicht tut. Wenn man Krebs anschaut als Thema, geht es da um Wachstum, ganz offensichtlich. Mhm. Wachstum auf der falschen Ebene, an der falschen Stelle. Und die Stelle mit der Stelle ist auch immer das Thema lokalisiert. Ja? Also die häufigste Todesursache bei Krebs ist Bronchialkarzinom immer noch. Da geht es um Lunge. Die Lunge ist Organ des Gasaustauschs, des Kontaktes. Wir atmen mit den grünen Pflanzen im Kreis sozusagen, also das, was wir an CO2 ausatmen, atmen die ein und die geben Sauerstoff ab, den atmen wir ein. Wir unterhalten uns jetzt über die Lunge, also ich moduliere den Ausatemstrom, wenn ich jetzt was sage. Da geht es also um Austausch und Kontakt. Das heißt, beim Bronchialkarzinom ist das die Basis, die Ebene, wo es da schief läuft. Wenn wir jetzt Dickdarmkrebs anschauen, zweithäufigste Todesursache, dann geht es da offensichtlich um Verdauung. Ja, also letztlich um das Wertvolle. Das ist so die Region der Schätze auch. Man spricht auch von dem großen Wunsch oder dem Schatz bei einem Kind, bei seinem ersten Stuhlgang und so weiter. Der Goldesel, das ist wertvoll. Ne? Der Scheiß Dukaten sozusagen. Also da ist schon so eine Beziehung, die Psychoanalytiker natürlich kennen. Das Märchen kennt das, dass das der eigentliche Schatz, das Wertvolle. Und da geht es um Besitz und diese Frage, besitzen wir unseren Besitz oder sind wir besessen von Besitz? Und die meisten, glaube ich, sind heute besessen von Besitz. Also ist das nicht untypischerweise die zweithäufigste Todesursache bei Krebs? Ja, wir haben auch ein riesen Kommunikationsproblem, ehrlich gesagt. Also ich sage gebetsmühlenartig zu Patienten, reden Sie mit ihr darüber. Und man hört das als Psychotherapeut, aber Herr Doktor, das weiß niemand außer Ihnen. Und ich kann immer nur sagen, Sie das ehrt mich ja einerseits, aber andererseits ist es furchtbar, wenn Ihr Mann das nicht weiß. Wenn Sie über 20 Jahre verheiratet sind, der müsste das wissen. Die Männer reden ja so ungern. So ist es, ja. Männer haben diese Geste. Ne? Wenn es um Psyche geht, dann machen sie es in der Regel so und hoffen, dass das Elend bald vorbeigeht. Aber es gibt natürlich auch Männer, die ihr Leben mit Psychotherapie verbringen, wie ich zum Beispiel. Also, naja, aber stimmt schon. Über diese seelischen Zusammenhänge wollen viele Männer gerade auch nicht gern reden. Wenn man dritthäufigste Todesursache bei Krebs nehmen, ist Brustkrebs, also die häufigste bei Frauen. Mhm. Und da ist das Thema auch relativ deutlich. Ne? Brust, also stillen, das Kind säugen, ist der eine Aspekt, aber die weibliche Brust
ist natürlich nicht nur stillend nährend, die ist natürlich auch, wenn man die Mode denken, das Dekolleté, letztlich für die Akquisition irgendwie eingesetzt. Und also haben wir einerseits Mutterschaft, andererseits Partnerschaft. Das wissen übrigens Frauen auch natürlich, ne? Also auf der Textilebene kennen die diese Urprinzipien. Es würde nie eine Frau, also es ist glaube ich noch nie passiert, dass eine Frau jetzt mit dem Still-BH zum Rendezvous kommt. Ne? Das machen die Frauen nicht. Und auch umgekehrt wird sie wahrscheinlich nicht die neuen La Perla des Sous fürs Stillen anziehen. Das passt ja irgendwie nicht. Also da wissen Frauen schon, Stillen, Kind, Still-BH und Akquisition, Partnerschaft, des Sous. So, also das heißt natürlich, das linke Brust ist mehr so von der Thematik her weiblich, also Mutterschaft, die rechte ist mehr wie so vom Urprinzip her, die Lebensbühne Nummer 7, Venus, würde ich da sagen. Kunst, Kultur, Ästhetik, Schönheit, Frieden, Liebe. Und das sind die Themenbereiche, die sind eigentlich durch den Körper schon immer gegeben. Das gilt jetzt für die ganze Krankheitsbilderdeutung von Krankheit als Symbol. Da ist auch im ersten Teil immer, sind die gesunden Organe drin oder Gelenke oder was auch immer, kann man auch in der Bedeutung schauen, weil das ist die Ebene, auf der das spielt. Und Krebs ist dann eine Wachstumsthematik. Ne? Also es ist eigentlich in Kindheit völlig in Ordnung. Kinder wachsen in die Länge. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Da sind wir auch stolz. Ne? Weiß nur, bei der Tochter haben wir auch so kleine Striche am Türstock gemacht. Wie groß ist Naomi jetzt schon? Und uns dann gefreut, wenn sie ein Stück gewachsen war. Viele wachsen heute in Amerika, die Kinder wachsen ja nicht nur in die Höhe, sondern gleich in die Breite. Das ist schon nicht so günstig. Ja, viele, die bei uns erstmal hochgewachsen sind, gehen dann in die Breite. Das wissen wir schon, ist eigentlich nicht der Sinn. Ne? Die Idee wäre, dass das Leben rund wird und erfüllt und nicht der Körper. Also viele leiden ja auch darunter, auch wenn sie es dann rationalisieren, gibt es ja heute auch so Bücher, muppelig und so weiter. Wenn ich dann erlebe bei der Idealgewicht-Challenge, dass auch Leute, die eigentlich sich arrangiert hatten damit, dass die dann doch schlank werden, dass die glücklich sind. Auch wenn sie vorher noch so sehr gesagt haben, ist eigentlich alles bestens und so. Das ist schon auffällig. Naja, viel gefährlicher ist natürlich noch das Wachstum in einzelnen Organen. Ja, das ist dann wirklich Krebswachstum oft. Ja, kann einfach ein Tumor sein, eine Schwellung, aber es kann auch dann eben krebsartig werden und dann wird es lebensbedrohlich. Also wir haben Wachstum auf der falschen Ebene, kann man sagen. Und was für Wachstum? Es ist ein aggressives, brutales, infiltrierendes, zerstörendes Wachstum. Und es ist letztlich sogar selbstzerstörend in der letzten Phase. Ne? Also in dieser Auszehrungsphase, Kachexie, sagen die Ärzte da, ist der Krebs wirklich, merkt man, der zehrt den auf, den Organismus. Also wir haben mal schauen, wo das Wachstum beginnt. Pathologen sehen das an diesen großen Kernen der Zellen. Unregelmäßiges Zellkernwachstum. Also die teilen sich immer mehr, die werden einfach sehr aktiv. Also wir haben vom Thema her ein aggressives, offensives, brutales Wachstum des Zellkerns, des Zentrums, des Kopfes der Zelle sozusagen, mit Selbstzerstörungstendenzen. Und wenn wir da jetzt eine erlöste Ebene davon finden, dann, also das ist ja unerlöst, das ist ja zerstörend, dieses Wachstum. Ja, das hört sich an wie Krieg im Körper, ne? Und so ein Bürgerkrieg, ne, in der letzten Phase, Selbstzerstörung. Wenn wir das jetzt umdrehen und schauen, wie könnte man es erlösen, dann ist offensives, mutiges Wachstum ja nichts Schlechtes. Und statt diesem Ego-Trip der Zellen, dass die immer mehr von ihrem eigenen genetischen Muster verbreiten wollen, die erlöste Form wäre Selbstverwirklichung statt Ego-Trip. Ja. Der Weg der Selbstverwirklichung. Und statt diesem Selbstzerstörerischen könnte man radikal sagen, an die Wurzeln gehend. Oder ohne faule Kompromisse und ohne Ausreden. Wenn wir das so zusammenbringen, also mutiges, offensives Selbstverwirklichungswachstum ohne Ausreden und faule Kompromisse im Bereich zum Beispiel Kommunikation bei Lungenkrebs, im Bereich Besitz bei Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, im Bereich von Partnerschaft, Mutterschaft bei Brustkrebs. Und so können wir es bei allen anderen Krebsarten auch machen. Ja, also wir haben ein Wachstumsproblem in dieser Welt. Ja, wir haben ein enormes Wachstum auf der materiellen Ebene, auch industriell und so weiter. Und wir haben ein enormes Wachstum auf der körperlichen Ebene, Krebswachstum, Tumorwachstum. Und wir haben nach meiner Erfahrung einfach viel zu wenig geistiges Wachstum, seelisches Wachstum, spirituelles Wachstum. Ja, das ist ein Defizit. Da könnte man jetzt wieder sagen, wir haben nicht die Wahl, ob wir wachsen. Wir haben lediglich die Ebenenwahl, wo wir wachsen. Und wir sollten am Anfang körperlich wachsen, das ist alles in Ordnung. Aber dann muss ein Kind lernen, seelisch zu wachsen, sozial zu wachsen,
geistig zu wachsen. Und wenn das nicht passiert, dann sinkt auch dieses Wachstum in den Körper. Und dann haben wir Krebswachstum. Also die Vorbeugung, und das ist bei der Medizin, die ich mit Krankheit als Symbol so vertrete, ja eine gute Möglichkeit. Wir können vorbeugen. Die Schulmedizin kann immer nur Früherkennung machen. Ja. Die können nicht vorbeugen, weil sie auch nicht wissen, wovor. Die interessieren sich nicht fürs Wesen von Krankheit, leider. Also versuche ich da reinzubringen, aber ist ja auch noch nicht ganz so weit. Wir können vorbeugen und therapieren damit. Ja, also ich würde jetzt natürlich in so einer Situation zum Beispiel einer Patientin mit Brustkrebs raten müssen, dass sie mutig und offensiv auf Selbstverwirklichungswachstum sagt, wenn das rechts ist, im Bereich von Partnerschaft. Mhm. Und mal die ganzen Ausreden und vor allem Kompromisse weglässt. Und wenn es auf der linken Seite wäre, eher in diesem Bereich Mutterschaft. Bei einer Frau wie Angelina Jolie kann man das ja deutlich sehen. Ja, die hat ja, ich meine, mit Recht eigentlich Krebsangst gehabt. Ihre Schwester, glaube ich, ist mit 51 Jahren gestorben. Schwester oder Mutter? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Mal das andere gehört. Mhm. Und dann geht die als Amerikanerin natürlich zum Gentest, dann ist BRCA1, BRCA2 positiv. Ja. Das heißt, sie hat also genetisch noch eine größere Wahrscheinlichkeit auf Krebs. Mhm. Also es verstärkt ja die Angst. Gut, und was macht dann die Schulmedizin? Also beide Brüste amputieren, beide Eierstöcke amputieren, Uterus amputieren. Man könnte eigentlich fragen, warum hören die dann eigentlich auf? Weil man kann ja auch noch Magenkrebs kriegen und so weiter. Mhm. Man könnte nach der Logik der Schulmedizin eigentlich alles wegschneiden, bis man zum Schluss ein Hirn in Nährlösung hat mit Angst vor Hirntumoren. Da merkt man schon, wie absurd das Konzept der Schulmedizin eigentlich ist. Die denken echt, sie können das Schicksal betrügen, indem sie alles wegschneiden, damit der Krebs keinen Platz mehr findet. Mhm. Nur ist die Angelina Jolie aber gar keine Dumme. Also die hat ja auch selbst Filme als Regisseurin gemacht und so. Die blickt die Sache schon relativ. Die hat danach noch ihre Ernährung umgestellt. Ja, die lebt heute pflanzlich vollwertig. Mhm. Und das ist etwas, was man gleich hätte ihr raten können. Also wenn die jetzt zu mir gekommen wäre, hätte ich ihr gesagt, erstmal die einfachere Ebene, schaffen Sie mal im Körper eine Situation, die einfach für Krebswachstum schlecht ist, ungeeignet. Also fasten Sie mal. Das wäre mal wichtig. Ja. Fasten Sie regelmäßig, dann haben Sie eine ketogene Ernährung. Das ist optimal. Reduzieren Sie Ihren ganzen, also keine raffinierten Kohlenhydrate mehr, weil das ist direkte Nahrung des Krebsgeschwürs. Mhm. Auch nur noch vollwertige Kohlenhydrate und auch eher weniger. Ja, also essen Sie in die Richtung so Peace Food, Keto-Kur. Ja, gutes Eiweiß, gutes Fett. Ja, das ist dann wie im Fasten, das ist Fettstoffwechsel, ketogener Stoffwechsel. Mhm. Für die körperliche Ebene wäre das ideal gewesen. Also Peace Food, pflanzlich vollwertig, macht sie jetzt freiwillig. Und auf der geistig-seelischen Ebene hätte man ja sagen müssen, leben Sie mutig und offensiv. Partnerschaft und Mutterschaft. Dann hätte die einem antworten können, sie das mache ich. Mhm, ja. Also ich habe Zwillinge, eigene, ich habe Kinder adoptiert. Also Mutterschaft ist offensichtlich bei ihr in besten Händen. Also Brad Pitt hat oft geklagt, wenn er so müde war am Set, dass sie keine Kinderfrau anstellt, weil sie alles selbst macht. So, sie macht das. Und Partnerschaft, da haben wir nie einen Skandal von den beiden gehört. Keiner weiß so recht, warum, außer wenn man da mal Interviews von Brad Pitt und ihr gehört hat. Die lebten eine freie, liberale Beziehung. Die haben geschlafen, mit wem sie Lust hatten und waren aber in Liebe verbunden. Mhm. Sowas wird natürlich bei der Presse, die bei uns ja niemand liest, außer beim Friseur, nicht berichtet, weil gar kein Interesse daran besteht, so ein Weltbild in die Welt zu setzen. Also Brangelina war bekannt für dieses Modell. Jetzt allerdings, wo alles Weibliche weggeschnitten ist bei ihr, dank offensiver Gynäkologen, da konnte man natürlich voraussagen, die Beziehung hat keine Chance mehr. Hm. Und das dauerte kein Vierteljahr, dann war die auseinander. Also das ist schon aus meiner Sicht sehr übergriffig, was die Schulmedizin da macht. Und aus meiner Sicht auch völlig unverantwortlich. Ja. Einfach alles wegschneiden. Man muss auch nicht Angst haben, dass sie alles wegschneiden. Ne? Weil das ist vielleicht die härteste Aussage. Die schneiden nur so locker weg, was bei Männern nicht vorkommt. Und da müsste eigentlich mal diese Gendermedizin dran. Ja, das ist doch ein wirklicher Skandal. Ich habe mal an so einem Urologen, allerdings gemeinerweise auf einem Kongress, habe ich gefragt, sagen Sie, Herr Professor, sollte man nicht Männern so ab Mitte 50 die Prostata prophylaktisch rausschneiden? Mhm. Schaut er mich an und sagt, Herr Kollege, diese Nebenwirkungen und das ist ja auch ein wichtiges Organ. Also, naja, so war es gar nicht gemeint, aber was sagen Sie eigentlich zu den Gynäkologen, die prophylaktisch Eierstöcke, Brüste? Und dann wurde er so ein bisschen blass und sagt, es ist nicht mein Ressort.
Also ja, das ist eine Schande für die ganze Medizin, mhm. würde ich sagen, ehrlich gesagt. Die Werte, die statistischen Werte bei Prostata sind viel, viel beunruhigender als bei Brustkrebs. Tatsächlich hat jeder 60-jährige Mann, oder nicht jeder, von den 60-jährigen Männern haben 60% den Beginn des Prostatakarzinom. Von den 70-jährigen Männern 70%, von den 80-jährigen Männern 80%, mhm. kann man sich leicht merken. Mhm. Und von den 90-jährigen Männern fast 100%. So, die Prostata wird bei uns einfach nicht mehr eingesetzt, richtig. Kommt gar nicht mehr zum Zuge bei der Art von Sexualität, die bei uns herrscht. Und deswegen läuft das Organ aus dem Ruder, das wächst, meldet sich, drückt die Ausstrahlung ab sozusagen. Was heißt das, wenn du sagst, bei der Art von Sexualität, die in unserer Gesellschaft praktiziert wird? Na, die Prostata sorgt für Flüssigkeit. Mhm. Ja, also ernährt die Spermien mit ihrer Flüssigkeit, mhm. oder Fruktosereiche. Und das muss ja auch irgendwie Schmiermittel her. Also es mhm. muss ja rutschen und flutschen. Und dafür gibt es Kaupersche Drüsen und die Prostata. Mhm. Allerdings, wenn die Sexualität so ultra kurz wird, wie das bei uns meistens also, ist von männlicher mhm. Seite, mhm. dann kommt die Prostata eigentlich nicht zum Arbeiten. Es geht immer mhm. so seit der Pubertät ja. so. Verstehe. Mhm. Und okay. irgendwann reicht es der Prostata, könnte man so rein interpretieren. Und die fängt an zu wachsen und zu sagen, hey, ich bin auch noch da. Ja. Ich bin hier schon 30 Jahre ohne Arbeit. Und wächst, das nennt man Hypertrophie. Und sie zeigt, hoppla, bitte so geht es nicht. Mhm. Und ein ganz anderes Thema. Kein Mensch würde prophylaktisch Prostata operieren. Kein Mensch. Mhm. Aber wir könnten in beiden Fällen eine ganze Menge machen. Also sowohl bei der Prostata als auch beim Brustkrebs, bei jeder Form von Krebs. Wir müssten die Ernährung umstellen. Ja, also Milchprodukte zum Beispiel sind nach Professor Colin Campbell das gravierendste Kanzerogen auf dieser Erde. Und das kann der mit Studien belegen. Und es gibt nichts, was dagegen spricht. Mhm. Das ist jetzt in der Schweiz zu sagen, schwierig, ich weiß ja, um die Emmy und aber egal. Milchprodukte sind, ich kann das auch nicht anders sagen, das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten. Weil diese Kuhmilch ideal für Kälber ist tatsächlich. Die Kälber müssen schnell wachsen, mhm. sonst können sie mit der Herde nicht fliehen. Mhm. Und die Löwen, die springen ja nicht die Leitkuh an oder den Oberstier, sondern die hetzen die Herde, bis die ältesten, schwächsten und jüngsten, schwächsten rausfallen. Mhm. Und die schnappen sie sich dann. Also ist es lebensrettend, dass das Kalb ganz schnell wächst. Ja. Und deswegen gibt es dieses IGF-1, das ist der Wachstumsfaktor, der ist ganz hoch in der Kuhmilch. Mhm. Ja, der sorgt dafür, dass ganz schnelle Zellteilung vorkommt und die Apoptose, dieser Zellselbstmord von alten und geschädigten Zellen nicht mehr stattfindet. Mhm. Das braucht das Kalb nicht, das hat keine alten geschädigten Zellen. Ja. Das muss ganz schnell wachsen, also mhm. sein Gewicht in einem halben Jahr verdoppeln. Mhm. Also fürs Kalb ist die Kuhmilch ideal. Für erwachsene Wesen ist es immer ein Kanzerogen. Ganz schnelle Zellteilung und die Apoptose, den Zellselbstmord verhindern. Also ein dümmeres Programm kann man dem Körper jetzt nicht anbieten. Also müsste, nicht nur Milchprodukte müssen weg, alles Tierprotein. Selbst die WHO sagt, verarbeitetes Fleisch macht Krebs, bitte. Es macht nicht nur rotes Fleisch Krebs, es macht jedes Fleisch Krebs. Diese Belege haben wir sehr deutlich. Und ich kann es auch aus der Beobachtung sagen, nämlich gerade beim Prostatakrebs. Mhm. Also Männer gehen ja nicht gern zum Psychosomatiker, das hat man am Anfang schon gesagt. Die wollen eigentlich nicht über Seele reden mhm. und über Hintergründe oder so, also mehrheitlich nicht. Mhm. Allerdings bei dem Prostatakrebs ist es so eine Sache, weil da sagt der Urologe ja in unseren Ländern natürlich, also müssen wir operieren, wenn der PSA-Wert, das ist so der Tumormarker für Prostata, wenn der steigt, müssen wir operieren. Und dann sagt er auch dazu, über 50% der Fälle werden sie impotent danach sein. Das schreckt die meisten mit 60er nicht besonders, das ändert ja gar nichts. Aber was er auch noch dazu sagt, es könnte auch zu Inkontinenz kommen. Und wenn er das übersetzt hat und das Wort Windeln gefallen ist, dann will kein Mann. Ja, das, Männer sind auch nicht so sehr symbolverständlich, aber die wissen schon, also mit Windeln hat es begonnen, so soll es jetzt nicht enden. Da wollen die nicht. Mhm. Und dann gemeinerweise, die Frau hat ja meistens dann auch noch Krankheit als Symbol da im Regal stehen und hat schon mal nachgeschaut und hat ihm dann schon so einige Härten gesagt, was sie schon lang eigentlich meint bezüglich seiner Sexualität. Da ist der unter Umständen in der Situation, wenn da das Damoklesschwert von Windeln und Sexualität ändern im Schaufenster seines Lebens hängt, ist er ganz froh, wenn er zum Psychosomatiker darf. Und wenn ich dann zu ihm sage, wissen Sie, ist gut gemeint von Ihrer Frau mit der Psychosomatik, aber ehrlich gesagt, wir können es mal auf der Ernährungsebene versuchen. Dann ist der ganz dafür. Mhm. Das ist er sonst ja nicht. Ne? Also wenn man jetzt seinem männlichen Partner
Peace Food empfiehlt, dann gibt es ja oft aber eben kein Peace, sondern den Gegenpol, ne? War. Krieg. Mhm. Ja, das ist der Schatten von Peace Food. Aber wenn der jetzt mit Windeln bedroht ist und einer Veränderung der Sexualität oder Wiederanfang derselben oder so, dann ist der eigentlich ganz gern bereit, mal die Ernährung umzustellen. Und dann arrangieren wir, oder früher arrangierte ich das so, wie ich noch Praxis hatte, dass man die Frau anrufen kann und das laut stellt, dann hört er das mit, wenn Mann die Ernährung erklären, das hat er keinen Sinn. Also bei den Mit-60ern meine ich, ja. Die Jungen ist wieder anders. Also jedenfalls dann sage ich, erkläre ich ihr das, und das ist ja auch wirklich reizend bei Frauen, obwohl sie von ihm ja nicht mehr viel hat, in ihrem Mit-60er, sie will ihn behalten. Und sie macht da mit, und Frauen sagen dann berührende Dinge wie, weißt du, Schorsch oder Uli oder ich mache da mit, wir kriegen das hin, wir machen das, wie der Doktor sagt, unsere Ernährung. Das habe ich noch nie gehört in der umgekehrten Situation. Wenn sie Brustkrebs hat, dass der Partner sagen würde, ja, weißt du, kein Problem, dann esse ich mit dir vegan, das kriegen wir hin. Wäre ja auch mal fällig irgendwann. Ne? Also ich arbeite ja weiter, vielleicht kommt es noch. Aber bisher war es noch nicht. Gibt bestimmt Ausnahmen. Ja, gibt Ausnahmen, hoffe ich. Na jedenfalls, wenn der jetzt ein halbes Jahr keine Tierproteine mehr kriegt, dann geht der PSA-Wert schön runter. So dass der Urologe sagt, brauchen wir gar nicht operieren, was machen Sie denn? Und dann sagt er ihm das. Die Frau hat mir Ernährung umgestellt und so weiter. Und da gibt es so diesen Arzt. Dann sagen von 10 Urologen nach meiner Erfahrung 8 ungefähr, so ein Quatsch. Das hat mit Ernährung nichts zu tun. Da bin ich immer ganz baff. Also bei Fachärzten würde ich immer raten, reden Sie mit denen nur über Ihr Fachgebiet. Das muss ich einfach mal in die Kamera sagen. Reden Sie mit Fachärzten nicht über andere Dinge. Ich würde nicht mal mit dem Internisten über das Wetter reden, weil der sagt, der tut so, als sei er mir Meteorologe und weiß auch nicht besser als die Nachbarin. Das ist was ganz Schreckliches, weil es ist so ein Facharztsyndrom. Die denken, sie sind Fachmann für alles. Ich habe schon im Fernsehen gesessen mit Internisten, die wollten mit mir über Homöopathie reden, ehrlich gesagt, oder chinesische Medizin. Die werden dann einfach von den Öffentlich-Rechtlichen da eingeladen, und der meint, weil er interne Medizin kann, kann auch Homöopathie. Das ist oft ganz peinlich. Ich habe schon manchmal gesagt, Herr Kollege, lassen wir uns über Schulmedizin reden. Ja. Haben wir beide studiert. Aha. Über Homöopathie, das wird super peinlich. Aber darf man eigentlich auch nicht sagen. Ne? Also muss man vorsichtig sein. Das ist was ganz Grässliches. Naja, die positive Seite von dieser Schattengeschichte, dass die über Dinge, wo sie keine Ahnung haben, nämlich Ernährung, haben wir auch nichts gelernt im Studium. Und was wir gelernt haben, war noch falsch. Also peinlich. Also wenn man... Insofern kann man froh sein, dass wir so wenig gelernt haben, weil das Wenige war falsch. Das kann man leichter aufgeben. So eine Ökotrophologin, die hat 6 Semester das Falsche gelernt. Das ist dann schwer aufzugeben. Ne? Na gut, es gibt jetzt Männer, und ich habe da 2 Patienten, die sind der eine auf dem Heimweg vom Urologieprofessor, der das gesagt hat, dass mit Ernährung nichts zu tun hat, hat er gleich eine Leberkässemmel gekauft. So, und dann können Sie sehen, wie der PSA-Wert, den wir so schön runtergekriegt haben, die Frau und ich, der geht wieder hoch. Jetzt, wenn er wieder im Bereich ist, wo er operieren müsste, erinnert er sich meistens an seine Frau. Da war ja was. Und dann darf die dann wieder anders kochen, dann geht es wieder runter. Da habe ich einen Spezialisten, der hat jetzt schon so ein Sägezahnmuster. Ja, der geht immer wieder zum Urologen, der wieder sagt, dass mit Ernährung nichts zu tun hat. Aber ist doch schwarz auf weiß. Ja, es ist irgendwie schwierig. Ja, also es ist einfach wirklich richtig schwierig. Wir haben viele Dinge heute, wo wir gute Belege haben, dass die Dinge anders sind, als wir dachten. Mhm. Ja, für die Politik können Sie sich von Daniele Ganser erklären lassen. Ja, der hat genau wie ich 9/11 anders erlebt, nämlich bei BBC. Da wurde uns gesagt, da ist ein drittes Hochhaus eingestürzt. Da wurde uns gesagt, das ist nicht eingestürzt. Nachher wurde uns gesagt, das ist doch eingestürzt. Normal denkender Mensch weiß dann, okay, die wussten vorher, dass das einstürzt. Da stimmt was nicht. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Da hat was nicht gestimmt. 9/11 war anders. Darf man gar nicht sagen, dass man Verschwörungstheoretiker. Fakt ist aber, BBC, das kann man sich anschauen, hat es anders berichtet. Das war nicht so. Mhm. In der Medizin gibt es unendlich viele solche Punkte. Die setzen sich trotzdem nicht so einfach durch. Ich darf mich nicht beklagen, Peace Food ist auch ein Bestseller. Diese Ernährungsform hat viele Anhänger gefunden, findet immer noch mehr. 17% der jungen Frauen in Österreich, jetzt sind die zwischen 19 und 39, waren 2016 schon vegan. Sehr also gut. Ich bin da hoffnungsvoll. Das gilt übrigens auch für die Herzprobleme. Ja, wir müssten die Ernährung umstellen. Mhm. Dann würden wir Herzinfarkte, Herzinsuffizienz wirklich dramatisch minimieren. Also wir könnten viel tun. Diese Medizin von Krankheit als Symbol ist viel, viel hoffnungsstiftender als die Schulmedizin.
Ja, wir haben gute Karten bei Alzheimer. Und trotzdem sagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, das sei unheilbar, noch letztes Jahr. Das sei ein Skandal. Aber die reden halt einfach, was die Pharma will. Mhm. Ja, wer zahlt, schafft an, sagt man in Bayern. Das ist ein bekannter Spruch. Das gilt leider für die Medizin auch. Ja. Ich fürchte auch für die ganze Wirtschaft und Politik. Also ich bin froh, dass du das angesprochen hast, dass die Ernährung eben eine so große Rolle auch aus deiner Sicht für die Gesundheit spielt. Denn das ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon so lange beschäftige. Und ich habe eben auch das Thema Milch auch schon ganz vielen Menschen versucht nahezubringen. Egal, wo man hinschaut in die Natur, welche Milch auch immer, ist immer nur für Jungtiere. Oder auch die Muttermilch ist ja auch nur fürs Baby gedacht. Aber ideal, muss ich schon sagen. Ich bin sehr für Stillen. Ne? Ja, also, absolut. Aber eben, es ist nur für den Heranwachsenden, aber doch nicht für den Erwachsenen. Mhm. Und die Schwierigkeit, die ich immer sehe, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und schwer von diesen Gewohnheiten wegzubekommen. Aber ich denke, wenn dann mal so eine Krankheit drängt, ne, dann, wie du es schon so sagst, dann gibt es tatsächlich auch die Leute, die das dann umstellen. Und das soll auch für sie vielleicht einfach, wenn sie betroffen sind, ein guter Hinweis sein, dass das ein Weg sein kann raus aus der, oder ein Teil, Bestandteil des Weges heraus aus der Krankheit. Und damit muss ich das Ganze leider schon wieder beenden. Unser interessantes und spannendes Gespräch, das wir an anderer Stelle gerne wieder fortsetzen. Und ich hoffe, du erklärst dich auch wieder bereit. Gerne. Ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Rüdiger, dass du uns wieder deine Zeit geschenkt hast. Und auch Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Aspekte mitgenommen. Ich erinnere nochmal an die Bücher, die Rüdiger Dahlke schon veröffentlicht hat, Krankheit als Symbol, in dem Sie viele Informationen zu Krankheiten und deren Hintergründe entnehmen können. Oder auch die Peace Food Bewegung, wenn ich sie mal so nennen darf. Oder auch das Lebensenergie-Kochbuch, das du veröffentlicht hast. Also vielleicht haben Sie da auch ein paar interessante Aspekte, die Sie dort entnehmen können. In dem Sinn, bleiben Sie gesund und bleiben Sie in der Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie wieder dabei sind.